Morgen. Hallo, ich meine, hi. Ich bin zu Hause, wie man unschwer erkennen kann, und ich habe gerade einen Kommentar bekommen zu einem meiner, also eines der älteren Videos, also ein sehr altes Video. Und ich lispel doch gar nicht. Wie kommt man denn darauf, dass ich lispeln würde? Was? Ja. Ich warte jetzt darauf, dass Daniel nach Hause kommt, weil es gibt heute hoffentlich Lasagne. Es soll es gestern schon geben. Aber weil wir Krümelkäse vergessen haben zu kaufen, war das schwierig. Und Daniel wollte unbedingt keinen Scheibenkäse klein machen oder was, obwohl es ja genauso funktionieren würde. Also man kann auch eine ganze Scheibe Käse drauf knallen, ist auch Wurst. Hauptsache Käse. Wobei ich sowieso nicht so der Käse mag auf sowas, ne? Also von daher. Aber nein, ich hoffe, er denkt dran, es zu kaufen, weil er hat. Ich wundere mich, dass er überhaupt durchs Abend gegangen ist heute. Er hat nämlich seit gestern Abend totale Rückenschmerzen, so hexenschussmäßig, keine Ahnung. Er kann sich irgendwas überhaupt nicht wirklich bewegen. Und ja, mal gucken. Jetzt blinkt der Akku, ist toll, aber jetzt, ich rede mal ein bisschen weiter. Nee, jetzt ist er dann doch zur Arbeit gegangen anscheinend. Er ist ja nicht zu Hause. Und ja, ich hoffe, er vergisst dann nicht, dass wir noch Käse kaufen wollen. Wenn nicht, dann nehmen wir doch Butterkäse. Mir doch egal. Der geht auch dafür bestimmt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Weil alles andere war nämlich da. Genau. So, na gut. Ich werde heute hoffentlich den Weekly Vlog bearbeiten können. Ich brauche noch einen Tag und die Musik. Und dann ist es fertig. Und ich hänge schon wieder so hinterher. Das ist unglaublich, wirklich. Und wenn man nur einen Tag Wochenende hat, im Prinzip, weil Bowling waren wir ja nicht zu Hause. Und nächstes Wochenende ist auch wieder ein bisschen mau. Da sind wir zwar Samstag da, außer einkaufen. Aber den Sonntag sind wir beim Geburtstag. Ja, und danach ist schon wieder die Halloween-Feier. Also, gut. Ihr seht, habe ich schon ein bisschen Kaffee gemacht, den ich jetzt genüsslich schlürfen werde. Und ja, jetzt wechsle ich den Akku, sortiere mich ein bisschen. Gut, dass die Katzen sich nicht irgendwie nicht umbringen. Nein. Ja. Dann bis später, würde ich sagen. Tja, dreimal darfst du raten, was Daniel vergessen hat. Obwohl er bei Reichelt einkaufen war. Also, was ich auf Arbeit da. Den Käse. Jetzt gibt's doch mit Butterkäse. Unglaublich. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich wusste, da war noch irgendwas. Kann doch wohl nicht wahr sein. Webseite. Zum einen gibt es diesen Twitter-Button auf fast jeder Seite und ich habe mir erlaubt, dieses Widget einzubauen von schreibnacht.de. Es war gerade keine Schreibnacht, weil die letzte war erst am Wochenende. Ich habe sie dabei verpasst. Aber so sehe ich immer, wenn die nächste anfängt und auch andere können dann gucken und so, und das finde ich ganz gut. Ja, ich habe mir einen Autoren-Twitter-Account gemacht. Link in der Infobox. Das ist unglaublich. Mir passiert da gerade so viel, aber. Also einfach nur für mich. Es passiert noch nicht wirklich viel, aber es wächst und wächst und wächst. Ja! Ich muss zu ihm. Mit 4 Tagen später geht endlich der Vlog hoch, obwohl mir dann eingefallen ist, ich hätte ja auch ein paar andere Videos vorziehen können oder so. Ja, egal. Vor allem übermorgen soll der Final Effects Haul online gehen. Den ich ja nicht gedreht habe, da unten liegt nur die Tüte, das sieht man jetzt gar nicht. Also der Beutel. Das wird vielleicht auch nichts werden. Das heißt, ich werde erstmal hochladen, was da ist. Und jo, gucken wir mal. Ist ja noch so ein bisschen was vorbereitet sozusagen. Ich könnte Prag hochladen, wie wär's denn damit? Aber schauen wir mal. Jo. Ansonsten ist noch nicht viel passiert hier heute. Ups, das habe ich jetzt ja gemacht. Einen Kaffee gemacht. Und Daniel hat heute Spätdienst. Das heißt, er kommt erst um 21 Uhr nach Hause. Das Wetter ist auch wieder ganz berauschend. Grau in Grau in Grau in Grau. So.
Interessant. Ja, jetzt muss ich mich erstmal sortieren, was ich noch zu machen habe heute, und dann gucken wir mal, was meine To-Do-Liste quasi sagt. Jetzt wurde mein neuer Twitter-Account gesperrt, weil ich angeblich gegen die Regeln verstoßen habe. Also, ich glaube eigentlich nicht, dass ich gegen die Regeln verstoßen habe, weil ich habe nur geschrieben, es wird gestern meine Webseite und Facebook, heute Twitter. Was kommt als nächstes? Schreiben Autorin. Also diese Hashtags dahinter. Was ist daran gegen die Regeln verstoßen? Verstehe ich nicht. Merkwürdig. Naja, gut. Okay. Ein bisschen verwirrend, muss ich mal so sagen. Nee, das ist jetzt hier auch irgendwie wieder. Ja, nee, keine Ahnung, was das war. Jetzt muss ich da meine Telefonnummer angeben, damit die mich anrufen können. Also Handynummer, andere Telefonnummer geht nicht. Und da ist eine komische Anzeige da, dass, also Ansage. So eine Computerstimme halt, die in Geschwindigkeit hoch 100 den Code dadurch gibt. Naja, gut. Okay. Und sonst habe ich noch nicht viel gemacht. Und bin ich halt ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht. Doof gerade ein bisschen. Unglaublich. Da sitze ich in einem Vlog wieder ein einziges Mal auf dem Bett, und was passiert mit dem Thumbnail? YouTube mag mein Bett, habe ich das Gefühl. Könnte das sein? Eine einzige Szene in über einer Stunde und was? Oh, ist doch nicht wahr. Egal, war lange nicht mehr. Okay, wenn ich die beiden anderen. Oh Gott, kann man das sehen? Guckt euch mal die anderen Vorschläge da unten an. Wie guck ich denn da bitte? Dann lieber das Ding auf dem Bett. Ist in Ordnung. Aber die anderen reisen ja mal. Wie ich guck, was mache ich denn da? Ach du meine Güte. Nein, so ist echt nicht so toll. So, ich habe gerade den vorletzten Abschnitt fertig gelesen aus Veilchens Blut. Habe jetzt noch circa 20 Seiten und wir haben es 19 Uhr. Ich werde das Buch jetzt auslesen. Habe ich beschlossen. Ich habe die letzten beiden Leseabschnitte noch nicht gepostet. Das eine habe ich es vergessen zu posten, das andere habe ich gerade eben geschrieben. Und das lese ich jetzt den letzten Abschnitt und beende dieses Buch heute. Ich habe ja gedacht, morgen. Aber nö. Ich lese das Buch jetzt zu Ende, weil es ist echt spannend gerade. Dieses Buch ist aber auch so wirklich aufgebaut, dass jeder Abschnitt, es sind Kapitel, ja, schon. Jedes Kapitel quasi so spannend endet, dass man es gar nicht weglegen möchte. Eben war, also der letzte Abschnitt war so gewesen, dass es zwei Handlungsstränge gab und immer schön an der spannendsten Stelle wird Perspektivwechsel gemacht. Ich habe in meinem Gedanken auch geschrieben, sehr gut, Herr Autor, haben Sie gut gemacht. Ich meine, natürlich, so ist perfekt, so ist wirklich. Oh. Nee, also ich finde diese Reihe, also diese Veilchenreihe, wirklich so grandios. Und hätte ich den ersten Band nicht gewonnen bei so einem, ich glaube, es war wirklich bei so einem Adventskalender, oder? Weil es schon spannend klang und in Österreich spielt und so. Ich weiß ich nicht. Ich bin dafür so dankbar, dass ich dadurch diese Reihe kennengelernt habe, von Anfang an quasi dabei bin bei dieser Reihe. Und ich freue mich jetzt schon, obwohl ich es noch nicht mal ausgelesen habe, auf die nächsten Bände, ganz ehrlich. Also, es soll nicht aufhören. Also, österreichischer Autor, auf jeden Fall er. Das ist schon mal klar. Kann ich nur empfehlen. Wer Krimis mag, dem Buch wird sogar ein bisschen blutig. Das kann ich im letzten was auch nicht ganz ohne. Aber das hier ist echt, das ist schon wieder. Hui. Okay, ich werde jetzt weiterlesen und ja, ich
denke mal, ich werde das halt noch, wenn wie gesagt, 20 Seiten, das ist ja im Prinzip nicht so viel. Das schaffe ich, also ich bin langsame Leserin eigentlich, ja, also 20 Seiten in einer Stunde. Wir haben es jetzt 19 Uhr, wir können ja mal gucken. Also, wir haben es jetzt genau 19 Uhr, 8 ist gerade umgesprungen. Ich werde jetzt anfangen zu lesen, mal gucken, wann ich aufgehöre dann zu lesen. 19.55 Uhr beendet. Und vor einer halben Stunde ist Daniel nach Hause gekommen. Der hätte erst in 5 Minuten Schluss. Was? Ja. Das Buch beendet. Ich weiß nicht, was ich als nächstes lesen werde. Eigentlich sind es sogar zwei Sachen. Eins für zu Hause und eins für unterwegs. Nein, ich hätte kommen sie her. Nein. Jo. Lass dich überraschen, würde ich sagen. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die beiden Bücher. Eins ist ein Hardcover und eins ist ein Taschenbuch. Eigentlich müsste ich immer noch Kalender gehören. Es tut mir leid, aber ich kann mir nicht aufraffen, dieses Buch weiter zu lesen. Ich weiß, wahrscheinlich kann ich jetzt auch schon nicht mehr hören, aber. Nun ja. Ich habe mir jetzt erstmal was zu essen, so ein bisschen mit der Kleinigkeit und dann Video gucken und kurz mit deiner reden, weil wir haben ja nicht gesprochen, weil ich unbedingt weiterlesen wollte. Also ganz kurz nur, aber. Jo. Gut. Bis nachher. So. Das werde ich jetzt für zu Hause anfangen, weil es ein Hardcover, das schleppe ich nicht mit mir rum. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe bisher so viel Positives dazu gehört, dass ich echt neugierig bin. Mal gucken, wie es ist. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. So, in der Hoffnung, dass nicht wieder das Sample mit dem Bett als beim nächsten Video zu sehen ist, oder beim übernächsten inzwischen, ja. Ja. Es ist schon relativ spät, es ist gleich 8, glaube ich. Es ist 7:30, okay. Ich habe nicht viel gemacht und ich komme mich die Woche gar nicht aus dem Tee. Dann ist bei den Nachbarn unter uns versackt. Ohne Bescheid zu sagen, natürlich. Warum sollte man auch Bescheid sagen, dass man woanders ist? Und ich denke mir so, wo bleibt er denn? Und wie gesagt, ich habe nicht wirklich was gemacht und ich dachte mir, ich lasse mich jetzt hier hin und. Sekunde. Ich hab gleich. Und lese ein bisschen. Ich habe ja gestern daran schon angefangen und finde den Anfang schon mal richtig gut. Lässt sich auch super leicht lesen. Das Buch, was ich unterwegs heute angefangen habe zu lesen, da weiß ich ja nicht genau, was ich davon halten soll. Ich sage euch jetzt auch noch nicht, welches Buch es ist. Das werdet ihr dann noch früh genug erfahren. Ja. Liebes Kind. Hui. Hui. Ja, gehen ist ein gutes Stichwort. Letzte Nacht war ja wieder Katzenterror pur hier. Um 2 kam das Mia-Kätzchen an. Ist jetzt aber kein Problem. Dann gingen sie wieder. Also ziemlich gleich. Und wenn ich kurz in die Keramikabteilung verschwunden und wieder zurück, dann kamen sie wieder. Hat sie zu mir gelegt. Oder auf mich drauf, so halb wie auch immer. Und ja, so 2:30 macht sie auf dem Flur. Urk, urk. Ich so, ach nee, Kater. Ja, hat die Diablo in den Flur gekotzt. Also erstmal schön Kotze wegmachen. Dann wieder versuchen einzuschlafen, was nicht ganz so einfach war. Und ab kurz nach 4 war vorbei. Da ist er hin und her gerannt. Und dann sind sie beide hin und her gerannt. Und überhaupt und sowieso. Eine Stunde später habe ich dir was zu essen gegeben. Aber irgendwie ist auch nicht angestanden heute. Und er immer noch hier hoch. Also immer aufs Bett hoch. Und hat er die Nachttischlampe runtergeschmissen. Dann hat er meine Brille runtergeschmissen. Und oh. Dann hat Mia durch das Gitter, also durch quasi so ein Gitter, nur auf der anderen Seite, ne? Hat sie Daniel den Fuß so, weil der Zeh irgendwie rausguckte oder so. Keine Ahnung. Ja, also es war lustig heute. Nicht. Also so gar nicht. Ich hoffe, nächsten Tag wird er besser. Ja, und ich lese jetzt hier weiter. Ich bin übrigens schon bei Kapitel 3, glaube ich. Ja, bei Kapitel 3 inzwischen. Und ja, das liest sich bis jetzt ganz gut. Klingt doch interessant. Ich weiß noch überhaupt gar nicht, worum es gehen soll. Ich wusste das mal irgendwann vielleicht, glaube ich, weiß ich nicht. Bis überhaupt mal wusste, ob ich ihn gleich aufgeschaltet habe. Also weggehört, weggelesen, was auch immer. Ich weiß also im Moment überhaupt nicht, worum es geht, was der Sinn und Zweck des Buches ist. Oder der Reihe ist ja eine Reihe. Aber ist mir egal. Es liest sich wirklich gut und das Cover ist schön. Und ja, ich werde jetzt lesen. Jo. Hallihallo. Ja, zu Hause, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Ich habe gerade einen Prototypen gedruckt.
weil ich habe mir ein paar Visitenkarten gestaltet. Da, bitteschön. Rückseite zeige ich jetzt noch nicht. Das ist nämlich nicht offiziell. Offiziell. Ja, genau. Da warte ich noch auf Post. So. Ja. Auf jeden Fall klappt das mit dem Drucken, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr viel wert. Und ich habe gerade voll den Ohrwurm. Aber ich musste einen Monat lang warten, bis ich es komplett hören darf. Ah, furchtbar. Das Lied ist so schön. Das ist ganz toll. Aber es dauert noch einen Monat. Über einen Monat. Verflixt. Verflixt und zugenäht. Egal. Ja. Und demnächst werde ich mal ein... Tag zu Hause arbeiten, weil unsere Waschmaschine geliefert wird. Und ich bin zu Hause arbeiten da. Ist auch schön. Was ist hier los? Geht's euch gut? Sieht so aus. Alles schick. Okay. Schnaufti-maufti. Ja, gestern mit dem Lesen hat wunderbar funktioniert, nämlich gar nicht. Ich bin eingeschlafen. Es ist doch immer das Gleiche. Warum lerne ich es nicht, dass ich im Bett nicht lesen darf? Ja, egal. Heute bin ich nicht so müde. Ich habe auch heute Kaffee. In einer lustigen Grinsetasse. Ich dachte, sie läuft aus, aber sie läuft nicht aus. In einer Grinsetasse. Du bist meine Morgensonne. Steht übrigens innen drin, da so, da. Ja, ich nehme die aber jetzt nicht mehr mit auf Arbeit. Ich habe einmal eine andere Grinsetasse, die blaue, die noch viel süßer war als die. Ich meine, die ist auch süß, aber... Ne? Die habe ich jetzt hinterbart. Ja, gut. Ansonsten... ist eigentlich nicht so viel im Moment. Ich will gleich ein Video hochladen, was ich gar nicht mehr bearbeiten muss, ist schon fertig, und einfach nur hochladen und die Bücher verlinken, die da erwähnt wurden, und dann ist schön, dann ist es auch gemacht. Genau. Ja, ansonsten weiß ich noch nicht, was ich da auf dem Plan habe. Ich habe zwei weitere Geschichten von Lektoren zurückbekommen. Das heißt, ich habe am Wochenende arg viel zu tun. Arg viel zu tun, was ist denn das für ein Ausdruck von mir? Das kenne ich ja gar nicht. Ich habe sehr viel zu tun. Hack viel. Wie komme ich denn jetzt darauf? Mal wieder was Neues, ne? Na gut. Und es gab wieder Lollis. Zweimal mit Bärchen. Und was ist drin? Und was man natürlich. Meine Kollegin meinte schon, dass sie mal Beschreibung schreiben, dass da kein Pinguin drin war. Ja. Das sollte ich vielleicht mal machen. Das ist völlige Irreführung. Man kann ja nicht einfach einen Bären oder einen Pinguin draufpacken und dann... Warte mal. Na gut, er hat, also er zumindest, ich weiß nicht, was der Pinguin hatte, aber er hat den Weihnachtsmann in der Hand. Tatsächlich. Aber ist mir egal. Ich habe mich auf den Pinguin gefreut. Punkt. Das ist wie mit diesen Shuttle-Chips aus der Werbung, die dann hochfliegen, und ich wollte als Kind, dass es hochfliegt und war enttäuscht, dass es nicht fliegt. Also ganz ehrlich, also, ne? Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Das ist doch, ne? Produktionsfehler oder so, keine Ahnung. Na gut. Drumherum gelabere vorbei. Ich mache jetzt hier mal weiter, beziehungsweise ich fange jetzt überhaupt mal an. Obwohl, ich habe schon den Prototypen Visitenkarte gedruckt. Ich war ja schon ein bisschen schleu. Schleu. Hä? Was rede ich denn da? So, nachdem Daniel im Bahnhof feststeckte quasi. Warte, ich zeige euch mal ein Foto, was er mir geschickt hat. Na. Gar nicht voll auf dem Bahnsteig. Man sieht gar nichts. So. Ja. Ist jetzt endlich zu Hause angekommen. Es ist jetzt kurz vor 7. Und dann macht das nochmal Lasagne. In Schick, hoffe ich. Die letzte war irgendwie nicht so lecker. Wir hatten so eine Fertigsoße gehabt. Und Zeug und boah, die war irgendwie so säuerlich und boah, schmeckt überhaupt nicht. Mal gucken. Das macht er alles selber. Gucken, was besser ist. Mal gucken. Ja. Na gut, ich habe noch nicht wirklich weitergemacht, in irgendeiner Art und Weise. Die Woche ist komisch halt. Ich komme nicht auf morgen, morgen ist Freitag und morgen werde ich dann wieder reinklotzen und machen und tun. Jo. Und nächsten Mittwoch werde ich dann wohl von zu Hause arbeiten, da kommt die Waschmaschine. Jo. Das ist doch schön zu wissen. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwelche Termine habe, muss ich gucken. Aber ich glaube nicht, da dürfte eigentlich nichts sein. Und wenn doch, dann muss ich irgendwie gucken. Aber ich glaube, da war nichts weiter. Schauen wir mal. Ja. Sehr genial. Mal sehen, wie das wird. So, das ist ein Versuch Nummer 2. Ich probiere dann mal, ne?
Viele sagten, es ist schon besser, aber es geht bestimmt noch besser. Sehr scharf. Ich habe ein bisschen Tomaten dran gemacht, unter anderem drei verschiedene Tomaten. So. Und die Nudeln sind noch nicht ganz durch. Aber gut. Der zweite Versuch schmeckt auf jeden Fall wesentlich besser als der erste Versuch. Und man tastet sich halt langsam ran durch. Wie brennt mein Mund jetzt so? Dieses Chili. Ja, wir haben es jetzt gleich 8:30. Ich will echt noch nicht ausmachen, aber ich möchte auch eigentlich mein Buch weiterlesen, was ich gestern schon weiterlesen wollte und nicht gemacht habe. Also, ne? Müde bin ich dann nicht, aber gut. So ist halt. Juckt. Ja, das heißt, ich werde jetzt hier ausmachen alles und ein Hörspiel auf dem Stick packen und dann geht's ins Bett mit Buch und noch nicht lesend. Genau, morgens Freitag. Und dann habe ich wieder jede Menge Zeit für Krempel. Außer Sonntag, da sind wir zum Geburtstag, aber ja, ist halt so. Mal gucken. Wir sind zum Brunch eingeladen. Das heißt, es ist relativ früh, ich glaube um 11 oder was. Ich glaube um 11 müssen wir da sein. Und die Eltern holen uns ab. Und dann fahren, also denke ich mal. Und dann fahren wir gemeinsam hin. Weil mein Onkel hat nämlich Geburtstag und da sind wir eingeladen zum Geburtstag. Wochenende. Ach, mich krabbelt. Ah, ja. So. Ja, ist Wochenende. Gerade nach Hause gekommen. Hab mir erstmal schon mal meinen Kaffee gemacht. Der Rechner fährt gerade hoch. Und heute will ich mich in Lektoratsarbeiten machen. Also meine Sachen da weiter korrigieren. Also, ne? Die gucken. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich bin irgendwie. Ist das ja heute merkwürdig. Egal, was will ich mich heute daran machen, die Geschichten zu kontrollieren, was die Lektorin korrigiert hat. So wird ein Strumpf draus. Und dann mal gucken, was noch so einfach ich völlig vergepeilt gestern ein Video hochzuladen, was ich noch gesagt hatte. Also, ja. Ich brauche da vielleicht mal irgendwie einen strukturierteren Plan. Aber meine Pläne gehen ja nie auf. Mal schauen. Irgendwann wird das schon funktionieren, ne? Übrigens meine letzte Tauschgnomen-Sendung bekommen. Sekunde, ihr habt es jetzt gesehen. Ja, leider bearbeitete Version. Also vor allem bei dem hier, schade, weil ich es hier als Buch habe und eigentlich mitlesen wollte. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Aber ihr hört und vielleicht jetzt auch seht, ja. Und hier auch. Die Dinger sind nur eingeschweißt. Ich habe sie ertauscht. Ich habe jetzt bis jetzt bei Tausch um 3 Hörbücher ertauscht, insgesamt, generell. Und alle 3 waren eingeschweißt. Alles nur original verpackt. Also, besser geht nicht an Qualität, oder? Ja. Gucken wir mal. Da habe ich ja schon mehrmals von gehört und mich noch nicht herangetraut bisher. Jetzt habe ich gedacht, wenn es das da als Hörbuch gibt, dann probiere ich es einfach mal. Und wie gesagt, das wollte ich nicht nebenbei hören, wenn ich es lese. Schauen wir mal. Vielleicht klappt es ja, vielleicht nicht. Werden wir sehen. Wenn nicht, wird es eben wieder weiter vertauscht. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, gut. Und es ist wieder nicht viel gemacht heute. Ist irgendwie noch so. Ich komme mit dem Bearbeiten irgendwie nicht so weiter. Ein paar Seiten habe ich jetzt gerade mal gemacht. Ich glaube 3 oder so. Noch nicht mal. Ja, keine Ahnung warum. Ich bin ein bisschen faul geschlumpft die Woche. Ist eine faule Schlumpfwoche. Vielleicht hätte ich diesen Blog das so wegen so nennen. Mal gucken. Kommt was? Nee. Jo. Post muss ich auch noch fertig machen für morgen. Tip, 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 tip. Jo. Ich habe nicht viel zu erzählen. Ich habe heute ganz viel Schokolade. Ein Twix diesmal. So einen kleinen. Ich brauche eigentlich keine Schokolade mehr mit. Ich nehme immer so einzelne Schokoriegel mit. Brauche ich alle nicht. Ich werde ja da mit Schokolade versorgt. Ohne Ende. Egal. Muss sein. So. Und jetzt werde ich
ich glaube, ein Video gucken. Und dann wieder ein bisschen korrigieren. Also, was korrigieren hier? Prüfen. Überprüfen. Wie nennt man denn das? Bearbeiten? Überarbeiten. Bla. Ihr wisst, was ich meine. Bis demnächst in diesem Theater. Morgen wäre falsch, wäre es ist schon 13.16 Uhr. Joa, wir waren einkaufen und heute ist groß Aufräumtag angesagt. Also wir wollen jetzt schon anfangen langsam zu schmücken für nächste Woche. Denn nächste Woche ist Halloween, also zumindest für uns. Wir machen ja am 29. unsere Halloween-Feier. Und ja, und weil das da alles schwierig wird, vorher zu schmücken und so, ja, und am gleichen Tag und so weiter, wollten wir es nicht wieder machen, da einen Tag vorher geht es eh nicht. Von daher müssen wir jetzt langsam schon mal anfangen, alles schick zu machen. Wir haben auch schon den Zutaten gekauft für drei Essenssachen. Also was man jetzt schon kaufen konnte. Weil einiges muss ja vorbereitet werden, bevor wir nächstes Mal einkaufen gehen, beziehungsweise nächste Woche gehe ich nicht mehr einkaufen, weil ich da in der Küche stehen werde. Yay! Jo, ich habe auch schon meinen zweiten Kaffee. Moment. Kaffee! Ja. Und wir kamen heute Morgen gar nicht aus dem Tee. Wir gehen gestellt auf 8 und wieder eingeschlafen. Und um 8:34 Uhr wache ich wieder auf. Ich so, wir müssen langsam aufstehen, das Telefon klingelt gleich. Und wir waren noch nicht aufgestanden, als das Telefon tatsächlich klingelte. Und ich war so müde, ich bin immer noch müde. Ach, vorhin war ich ja noch. Oh, ich hätte stehen, wieder einschlafen können. Ja, ich habe auch schon ein bisschen weiter lektoriert. Lektoriert, Quatsch. Das Lektorat bearbeitet. Ach, wie nennt man denn das, wenn man das von einer Lektorin zurückbekommt? Egal. Jedenfalls habe ich meinen Text weiter bearbeitet. Jo. Und mal gucken, was ich noch so machen muss heute. Ich habe eine kleine Random-To-Do-Liste gemacht und bin dann nicht mal einmal rum. Ja, schauen wir mal. Na gut, dann werde ich es auch weitermachen. Nicht lange quatschen, sondern ranklotzen. Ich habe eine Menge zu tun. Und morgen ist wieder Geburtstag angesagt. Das heißt, da sind wir auch nicht so wirklich viel zu Hause wahrscheinlich. Deswegen heute viel machen. Viel, so viel wie geht. Na, was habe ich mal wieder vergessen? Moment, also im Wohnzimmer ist es schon, aber das war auch nicht ich. Hey, Hörnchen. Süßes Hörnchen. So, jetzt gehen wir mal in den Flur, in den Flur, in den Flur, in den Flur. Und auch hier haben wir ein Hörnchen. Ich krieg's nicht. Das ist doch das perfekte Weihnachtsgeschenk für deinen Papa. Moment. Hörnchen! Yay! Ich drücke mich gerade wieder ein bisschen davor, die Überarbeitung zu machen. Aber ich habe schon mal das Cover umgeändert. So wird es dann wohl demnächst sein. Das heißt, das hier ist alles hinfällig. Ich will noch hier mal ein Büchlein haben mit dem alten Titel, mit dem alten Cover und überhaupt dann. Also das Cover, das Bild ist das gleiche, aber alles andere ist halt anders. Ja, was sagt ihr dazu? Kann man das so lassen? Ist das schick oder ist das nicht schick? Vorschläge immer gerne zu mir, bitte. Ich würde sagen, ich habe ein definitives Shampoo-Problem. Ich war hier vorhin duschen und meine Haare sind nach dem Duschen jetzt, sie sind trocken, immer noch total fettig. Ich habe dreimal gewaschen heute. Und werde jetzt nochmal waschen, also jetzt nochmal separat mit anderen Shampoo. Also dreimal waschen. Ich habe zwei mit dem Shampoo und wenn ich dann vergessen habe, eine Spülung zu kaufen, hatte ich ja ein Shampoo, ist egal. Ich weiß, es waren eigentlich insgesamt dreimal waschen. Und sie sind fettig. Obwohl das ein Shampoo ist für fettige und andere Trocknerspitzen, was ich hier habe. Unten ist immer trocken und oben ist halt fettet es eben sehr schnell. Aber das kann man doch nicht so lassen. Das fühlt sich auch voll eklig an. Das heißt, ich werde jetzt nochmal duschen, in der Hoffnung, dass es dann besser ist. Da ich sage, ich soll mal dein Shampoo benutzen. Werde ich ja machen und gucken, ob das funktioniert. Es ist aber echt ärgerlich, weil die trocknen ja so langsam. Und dann sowas? Jemand das gleiche Problem, dass er nach dem Duschen immer noch fettige Haare hat. Und wenn ja, was macht ihr dagegen? Und was habt ihr da über? Habt ihr das immer noch? Oder hattet ihr das mal? Und habt ihr es behoben bekommen? Das ist natürlich die optimale Lösung, wenn man da irgendwie was findet. Weil das ist ja. Ich kann ja nicht. Das, nee.
Man erwartet ja wenigstens nach dem Waschen der Haare, dass sie trocken und also sie sauber sind. Und das ist nicht sauber, das ist eklig, das ist bleh. Dann werde ich erst nochmal in die Dusche springen und meine Haare nochmal waschen. Beziehungsweise ich werde sie nicht kopfüber einfach nur, also nicht komplett nochmal nass machen, sondern nur meine Haare waschen. Das ist ein bisschen sehr ekelhaft gerade. Also ich hätte ja schon mal, dass am nächsten Tag dann wieder eklig wäre, aber ich hatte so, muss das? Dann wusste ich schon, ich muss mein Shampoo wieder wechseln, weil ich kann nicht so lange das gleiche Shampoo nehmen. Okay, es ist eine Riesenflasche, ne? Fünf. Etwas Ding 550 gleich genommen. Na toll. Ja. Aber nicht wissen, das hat sich keiner gemeldet die ganze Zeit. Tja, Pech würde ich sagen, muss er weg. Ja, ich hab's rausgenommen. Ja. So. Ja, ich werde gucken, wie es dann ist. Ich weiß, ich werde erst noch meine Haare waschen, weil es so schön war. Unglaublich. Wenn wir auch nicht zum Geburtstag eingeladen werden, hätte ich gesagt, okay, dann wasche ich eben morgen nochmal, aber wir sind halt morgen früh zum Geburtstag eingeladen, zum Brunch. Und das ist eklig. Also nochmal, ich berichte, wie es nachher ist. Haarprobleme. So, Betty, ich war nicht duschen. Mach das Ding wieder aus. Wir gehen jetzt gucken, was die Kiste hergibt, die er hochgeschleppt hat. Komm doch, du musst aufmachen. What? Aber warum soll ich das alleine machen? Ich weiß ja gar nicht mal, wie rum ich dich halten muss. Ja, und? Bist du nicht neugierig, was drin ist? Also ich bin neugierig, was drin ist. Aua. Halloween! Es geht ja einfach auf. Katze auch nicht neugierig. Gucken nur komisch. So. Ach ja, schau an. Unsere Kleintiergesellschaft. Fledermäuse, Spinnen, Alien. Reicht das? Und ein Arm. Bäh. So, kurzes Haar-Update. Die sind jetzt inzwischen wieder fast trocken und sauber. Das war voll echt widerlich. Also, keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich muss ich wieder ein Shampoo nehmen. Das bringt mir mit dem nichts. Ich habe ja noch ein paar zur Auswahl. Ich hasse das. Ist es bei irgendjemand auch so, dass man Shampoo nur für eine gewisse Zeit nehmen kann, dann wechseln muss? Das nervt. Dass ich es nicht mehr ganz flaschendurch geschafft habe. Oder dass es eklig wurde. Oh Mann, ey. Ob das nicht das perfekte Shampoo, was man immer benutzen kann? Und dann ist schick. Na gut. Ich habe jetzt die eine Ecke im Schlafzimmer fertig aufgeräumt. Und werde jetzt in das Video gucken. Habe auch geschafft, ehemals Rappen-Pergamon-Museum zu lektorieren, das ja ganz wahrscheinlich Einbruch im Pergamon-Museum heißen wird. Mal gucken, ich denke schon. Und werde dann auch die anderen beiden Geschichten hoffentlich heute schaffen zu lektorieren. Das sind ja ganz kurz. Das ist jetzt ganz kurz, auf jeden Fall kürzer als das andere. Und wenn nicht, dann nicht. Mal gucken. Jo, bevor ich mich an die Änderungen an der Datei an sich mache, weil das muss ich immer noch ein bisschen sacken lassen und dann setze ich mich da dran. Genau. Das mache ich heute nicht mehr. Guti. Ja. Das ist bis der Stand der Dinge. Und weiß ich doch nicht, was heute noch so anliegt. Da hier noch irgendwas schon mal schmücken wird, ich wage es zu bezweifeln, dass da was passiert, dass er jetzt die Kiste hochgeholt hat, aber ansonsten glaube ich endlich nicht, dass da was passieren wird. So ist halt. Zauber, Zauber, auch das Licht am Ende des Tunnels ist bearbeitet von mir jetzt so. Fehlt nur der Fußballarm. Ich glaube, es war der Fußballarm. Nein, gar nicht wahr, stimmt überhaupt nicht. Die bleiben nur 18.000 Sekunden. Mal gucken. Da bin ich jetzt richtig gespannt drauf. Ich hätte ihr gesagt, man könnte es eventuell auch länger machen. Ach, die Karte, ich hätte die Spinne endlich wieder auseinandergenommen. Die hat sie schon im Maul. Ja. Spinnenalarm! Der hat die letzte Mal schon so zerlegt. Sein Lieblings-Halloween-Spielzeug. Yay! Nein, der macht wieder kaputt. Tja, das ist wohl dann normal, ne? Ding, 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 ding. Und da
Da sitzt schon wieder das Ungetüm, was wieder nerven wird, ohne Umfallen. Mit Umfallen. Bis zum Umfallen. Oh Gott, erschreck ihn doch nicht so. Nein, dann möchte ich lieber die kleine Orangenspinne. Die große ist ihm nichts. Die große will er nicht. Ich habe die kleine. Wetten? Mal gucken. Ja. Tja, jetzt sitzt sie da. Und du? Ah, zwischendurch ein bisschen kratzen, klar. Mal nochmal. Ja, mal nochmal. Nein. Muss duschen. Jetzt sind ja die Beine schon eingesammelt und wieder repariert. Na toll, wenn ich komme, ist es wieder vorbei. So, ich habe jetzt mal dieses Notizbuch schon mal vorbereitet, weil nächste Woche ist die Vorfreude zum NaNoWriMo. Das heißt, auf schreibnacht.de gibt es da. Ja, ein kleines Event ab nächste Woche, bis der endlich NaNoWriMo beginnt. Deswegen habe ich das schon mal eingetragen. Alles nochmal primär. Das hier kommt natürlich dann ab. Und hier kommt noch ein schönes Deckblatt irgendwie hin. Und auf der Seite kommt dann noch so eine Legende, so eine kleine. Moment, ich habe einen Haar im Mund. So. Dann haben wir jetzt in der Zeichnung, was noch sehr spärlig aussieht und oben und das Geschrapsel irgendwie total hässlich ist, aber ist ja egal. Und dann kommen wir zu der nächsten Seite. Und weil ich auf schön durchgedrückt habe, musste ich jetzt sowas mitnehmen, aber ich finde es gar nicht mehr schlecht. Und ja, so sieht es erstmal aus. Da ist das Ziel der Vorfreude. Da fehlt ein Strich, sehe ich gerade. Vom Z. Egal, mache ich gleich noch. Und ja, dann habe ich schon mal angefangen, hier den ersten Tag aufzuschreiben. Aber im eigentlichen NaNoWriMo wird es dann irgendwie ein Tagesziel geben. Geschriebene Wörter und geschriebene Zeit. Hier kommt hin das Tagesziel, also die Wortanzahl. Und hier ein Stempel, ob ich es erreicht habe oder nicht. Und hier wird im Prinzip auch nur reingestempelt, geschafft oder nicht geschafft. Oder geschrieben und nicht geschrieben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da will ich reinstempeln. Mal gucken, was ich hier habe. Ja, da will ich reinstempeln, wenn ich geschrieben habe. Gucken wir mal. Ja, und hier werde ich das freilassen, weil es gibt auch Fragen zu diesen Tagen. Einen Moment, ich drehe mich mal um. So. Ja, es gibt Fragen zu den einzelnen Tagen oder ich weiß auch nicht, wie viele Fragen, ob eine Frage pro Tag oder was. Und dann will ich das demnach füllen. Und hier habe ich ja schon vorgeschrieben, wie das dann im Moment, ich erinnere mal, wie es im November aussehen wird. Da habe ich dann hier so eine Klemmbretter und ja, werde dann die Schreibetappen, das will ich aber auch bei den Vorfreudingern schon machen, die Schreibetappen hinschreiben. Und halt hier einfach nur die Übersicht. Ich bin gespannt, ob das alles funktioniert. So in der Form ist ja auch nicht gemacht. Und ob ich denn überhaupt so ein bisschen schreiben kann, ist auch noch fraglich. Aber wir werden das feststellen. Ich werde auf jeden Fall mitmachen und gucken. Und mein Ziel ist es ja, Xeta in der Zeit fertig zu schreiben. Zumindest in der Notizbuch-Rohfassung. Und ja, gucken wir mal. Ach ja, hier steht der Abstempel, wenn ich in dem Tag geschrieben habe. Genau. Das heißt, in Kalender an sich vorne wird halt nur gestempelt, wenn ich geschrieben habe. Und, ja. Genau. Damit ich dann so eine Übersicht habe, okay, das habe ich. Und wie viele Tage sind es noch? Das sieht man ja da auch wunderbar. Ja, ich weiß ja nicht, welche Stempel ich benutze. Das werde ich dann spontan entscheiden. Und es ist jetzt schon nach 9. Jo. Ja, allzu viel werde ich halt nicht mehr machen. Keine Ahnung, ob ich mich da melde oder nicht. Wird man dann feststellen, nicht wahr? Schaut mal, meine Mutter hat noch welche gefunden bei den anderen Rossmanns. Die hatte sie schon da hinten, die zwei. Und die beiden kamen jetzt auch noch dazu. Die sind, glaube ich, gestern geholt oder so. Wo sie meinte, da gibt es die 5 und die 52. Aber ja, ist ja Wurst bei den 5 auch nicht. Wir hören heute das hier.
Oh, mal gucken, wie es ist. Also das da ist ja eine meiner Lieblingsfolgen, Blaue Karfunkel. Aber es ist eben weihnachtlich eigentlich. Das macht ja nichts. Es gibt so ein paar Folgen, die ich gerne höre und die ich eigentlich schon gut auswendig kann. Das hier kenne ich noch gar nicht und das andere glaube ich auch nicht. Ja, bin ich gespannt drauf. Hallöchen. Es ist schon gleich 5. Und wir sind jetzt hier nach Hause, kommt vom Geburtstag. Irgendwie, keine Ahnung. Und wir gar nichts gemacht haben, rumgesessen und gegessen und gelabert und bla. Aber ja, bin ein bisschen müde. Gibt doch hoffentlich gleich nochmal Kaffee. Ja. Und ich habe 3 neue Lesezeichen bekommen. Diese hier. Aus Amerika von irgendwann. Printed in Korea ist auch schön. Auch nicht schlecht. Ja. Hier steht 95 drauf, auch keine Ahnung. Ich hätte meine Tante mal in Amerika gekauft und hat sie mir heute mitgegeben. Ach, das sind von so Gemälden, alles klar, ich verstehe. Das ist Ausschnitte von Gemälden. Jo. Okay. Ja, jetzt gucke ich gleich mal, was so online los ist und dann noch ein bisschen was machen. Erstmal akklimatisieren und einen Kaffee trinken. Das ist so wichtig, ja. Gut, aber ich wollte erstmal gemeldet haben für heute. Tag ist schon fast um, das Wochenende ist schon fast um. Ach, furchtbar. Ja, alles klar. Dann bis später. Mal wieder einen neuen Anfang gewagt, nachdem ich auch im September nichts gemacht habe und im Oktober nichts gemacht habe. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen anders, weil es macht mir ja schon Spaß, aber ich nutze es einfach nicht. Der auf Arbeit, der Bullet Journal, also mein Terminkalender da quasi, den ich da immer habe und also auch nur ein Notizbuch, das nutze ich wirklich täglich. Aber dieses Ding zu Hause kriege ich irgendwie nicht gebacken. Ich habe erstmal eine Wochenplanung gemacht und dann werde ich die einzelnen Tage nochmal schick machen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Irgendwann wird es schon klappen, glaube ich. Ja, mal gucken. Das ist ja unsere Halloween-Woche, sag ich mal, weil wir ja am Samstag unsere Halloween-Feier haben. Deswegen ist es jetzt ein bisschen Halloween-mäßig angehaucht hier. Ja. Und ich habe mir erst eine Wochenplanung gemacht, damit ich sehe, okay, was muss ich anmachen, wann habe ich Termine. Weil ich ja auch keine Monatsübersicht in dem Sinne jetzt habe, sondern eben nur diese Wochenübersicht und ich dachte mir so, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich habe auch keine sonstigen Listen oder sonst irgendwas drin. Ich habe nur das und mein tägliches To-Do, was ich jeden Tag machen möchte. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich telefoniert. Gut. So viel sind erstmal dazu. Ja, jetzt will ich ein Video gucken und dann mal gucken, was sich noch so heute ergibt. Ich habe den Rechner schon ausgemacht, mich aber noch nicht bettfertig gemacht. Ich habe mich nur hingelegt oder hingesetzt, weil ich jetzt noch ein bisschen lesen möchte, was ich das ganze Wochenende relativ vernachlässigt habe. Heute sowieso. Ja, so sieht es erstmal aus. Ich wollte mich von euch verabschieden für diese Woche, für dieses Video. Und ich hoffe, dass ich morgen oder die nächste Woche auch nicht wieder dazu komme, Videos hochzuladen. Das war, glaube ich, wie ich die Woche überhaupt ein Video hochlade. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, das soll auf jeden Fall wieder sein.
Ich habe mir eine Wochenplanung gemacht und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Und ein bisschen bekomme. Ja. Nächste Woche wird es auf jeden Fall ein bisschen anders sein als die ganz anderen Wochen. Mal gucken. jo. Gut. Ich will jetzt ein bisschen lesen, bevor es ins Bett geht. Und die nächste Folge von Sherlock nachher hören. Anhören. Also ein Stückchen hören, weil man schläft immer so schnell ein. Ich muss mir echt mal irgendwann wieder von den Hörspielen komplett am Tag zu hören. Damit ich überhaupt weiß, worum es geht. Genau. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video mit. Bis dann.